Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, zu einem China-Krimi. Im Mittelpunkt steht Hengkan International, die chinesische Procter & Gamble. Einfaches Geschäftsmodell, leicht zu verstehen und wunderbare Fundamentaldaten. Möglicherweise aber das nächste Wirecard. Ja, herzlich willkommen und ein Dankeschön an dieser Stelle an The European View, der die Aktienanalyse auf dem Aktienfinder-Blog geschrieben hat und der eine Kleinigkeit ausgegraben hat, die ich übersehen hatte. Ich habe nämlich eine kleine Position von Hengkan International im Firmendepot und überlege jetzt tatsächlich, die Aktie gegebenenfalls zu verkaufen. Noch habe ich es nicht getan. Worum es geht, ganz kurz auch, was Hengkan eigentlich treibt, hier in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tiet, hier geht es um die langfristigen Investments in Aktien, du kennst die Geschichte. Also überspringen wir das, fangen wir gleich an mit Hengkan International. Hengkan International, ich erwähnte bereits die chinesische Procter & Gamble. Hier hast du die Segmente, Tissue Papers, alles was man aus Papier machen kann. Also Taschentücher beispielsweise, Papierservietten, Klopapier. Und die machen, oder das macht knapp die Hälfte des Umsatzes aus. Dann haben wir hier Sanitary Napkins, Damenbinden, 30%, also knappes Drittel. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Disposable Diapers, also Wegwerfwindeln, Awas, Haushaltsreiniger etc. Also das Geschäftsmodell eigentlich relativ einfach zu verstehen. Und die Fundamentaldaten, hier sind wir im Aktienfinder, die sehen gut aus, also das Unternehmen gibt es schon relativ lange. Wir haben Fundamentaldaten ab dem Jahr 2004 und wir sehen hier langfristig steigende Dividenden, Gewinne, Cashflows, hier die Umsätze und die Margen, die gehen schon mal hoch und runter, aber alles im Rahmen, also ein gutes Bild. Was nochmal eins draufsetzt, das ist, dass die Dividendenrendite hier auf dem historischen Hoch liegt, bei über 5% mittlerweile, 5,25%. Wir haben hier nochmal abgebildet, hier unten diese Dividendenleiter, also die konstant steigenden Dividenden in absoluter Höhe in Hongkong-Dollar und dann hier die Dividendenrendite, die die ganze Zeit über immer höher wird und noch weiter steigen soll. Laut Analysten, genauso wie auch die Gewinne weiter steigen sollen, Umsätze weiter steigen sollen, laut den Analysten. Und dann haben wir nochmal eins drauf, nämlich hier die Bewertung. Du siehst, dass der Aktienkurs seit dem Hoch bei 100 Hongkong-Dollar ungefähr die Hälfte eingebüßt hat. Die Aktie ist also gefallen seit einigen Jahren, seit hier das Hoch war 2015, Mitte 2015, also seit gut 5 Jahren geht es mit dem Aktienkurs hier volatil, aber insgesamt doch abwärts. Und das führt dazu, dass wir jetzt hier eine massive Unterbewertung aufgebaut haben, wenn man hier die verschiedenen fairen Werte sich mal rannimmt. Der Cashflow, den lasse ich jetzt mal weg, weil der ein bisschen volatiler ist. Und das ist also, dann hätten wir hier faire Werte, ich zeige dir das mal kurz, von um die 100 Hongkong-Dollar. Man kann nach unten korrigieren, wir haben auch abflachendes Wachstum bei Hengkan, hier ungefähr seit dem Jahr 2013, kann man mal hier hingehen, dann gehen die durchschnittliche Multiples nach unten, dann gehen die fairen Werte auch leicht nach unten, dann hätten wir jetzt noch faire Werte zwischen 80 und 90 Hongkong-Dollar, was aber immer noch deutlich über dem liegt, was wir momentan haben. Wir haben die westlichen Pendants, also was ich hier mal angezeigt habe noch oder mit drin habe in der Watchlist, Kimberly-Clark, Procter & Gamble, Unilever und so weiter. Die haben Multiples, also KGVs beispielsweise um die 20. Das wäre dann die durchschnittliche historische Bewertung, auch von Hengkan über die letzten Jahre seit 2013. Momentan liegen die aber bei zwischen 11 und 12, also deutlich drunter und die Dividendenrendite deutlich drüber, 2 Prozentpunkte über dem langfristigen Mittel. Und jetzt kann man das hier nochmal deutlich nach unten korrigieren. Man kann das KGV also bis auf, sagen wir mal, 14 zum Beispiel, oder ich habe jetzt 15, 4 mal 14, nach unten korrigieren die KGVs. Und dann kommen wir immer noch, Dividende mal weg, dann kämen wir hier immer noch auf Renditeerwartungen hier über 1,5 Jahre von 20% jährlich. Können wir es gerade noch hier verlängern, auf was kämen wir dann? Von 16%, also sehr
Also sehr attraktiv erscheint diese Aktie einmal einfach fundamental von der Qualität her, von dem langfristigen Gewinnwachstum, vom Dividendenwachstum langfristig. Und dann haben wir hier auch noch sozusagen Traumrenditen zu erwarten, weil der Aktienkurs einfach nach gen Süden gerauscht ist. Und das ist vielleicht zu schön, zu wahr zu sein, um wahr zu sein tatsächlich. Und The European View hat hier, wo ist der Haken, die Short-Attacke, dann auch was dazu geschrieben. Und ich hatte das übersehen gehabt, habe mich jetzt ein bisschen näher damit beschäftigt. Und in dem Video geht es jetzt gegebenenfalls den Haken. Und die Short-Attacke hat Bonitas Research ausgelöst. Das war im Jahr 2018 gewesen. Und es gibt verschiedene Vorwürfe. Die gebe ich mal wieder und gebe dann auch meine Meinung zum Besten. Und am Ende natürlich ein kleines Fazit. Vorher möchte ich aber vielleicht noch sagen, oder ganz kurz, okay, worum geht es im Groben? Also die Unternehmer, Aufsichtsratsvorsitzender und der CEO insbesondere, sie sollen durch hohe Dividenden und die Veräußerung von Unternehmensanteilen im Prinzip das Unternehmen ausbluten. Hohe Dividenden, wir werden es noch gleich sehen, sie sind die größten Anteilseigner von Henkan International. Und der wahre Zustand des Unternehmens, der wird durch Bilanzfälschung angeblich verschleiert. Das soll sich insbesondere auf Umsätze beziehen, die in Wirklichkeit nicht existieren. Also unternehmensintern werden da Umsätze generiert, die in Wirklichkeit nicht existieren. Und es soll Bankguthaben geben, lauter Bilanz, die in Wirklichkeit ebenfalls nicht oder nicht in voller Höhe existieren sollen. Also es sind schon schwere Vorwürfe, die hier gemacht werden. Und insbesondere nicht existierende Bankguthaben erinnert schon sehr stark an Wirecard. Wer sind die Gründer, beziehungsweise gegen wen richten sich die Vorwürfe? Die Gründer des Unternehmens, das ist zum einen mal hier, also da wage ich mich etwas weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt versuche, die Namen richtig auszusprechen, Xu Lianji vielleicht. Und er ist momentan der CEO von dem Ganzen, also er ist der eigentliche Unternehmenslenker. Und dann haben wir hier den Vorstandsvorsitzenden, der gemeinsam mit Xu Henkan gegründet hat, Shi Wenbo, schon ein bisschen einfacher auszusprechen, und er sitzt jetzt dem Aufsichtsrat vor. Interessant an dieser Stelle, habe ich mir mal angeschaut, hier sind die beiden, das ist die FactSet Workstation, ich mache es mal noch ein bisschen größer, die ganze Geschichte, und hier haben wir die Anteilseigner von Henkan International, da hätten wir die institutionellen, das sind dann Fonds, beispielsweise auch BlackRock ist in Henkan investiert, hat sogar noch aufgestockt, also es gibt hier viele institutionelle Investoren, die aufgestockt haben tatsächlich. Vanguard Group hat ein bisschen was abgegeben an Aktien, aber Lazard zum Beispiel hat massiv aufgestockt und andere auch. Artisan Partners ganz stark, nur Henderson hat etwas die Position reduziert, etwas mehr als die Hälfte, aber darum geht es mir jetzt eigentlich gar nicht. Mir geht es um die beiden chinesischen Firmenlenker, Gründer hier. Und hier heißt er übrigens anders. Und die beiden halten zusammen über 42% der Anteile des Unternehmens. Und das ist, finde ich, zunächst mal erstaunlich, wenn Vorwurf gemacht wird an das Management, dass das Management das Unternehmen quasi ausbluten lässt. Und wenn man dann sieht, dass denen ja schon das meiste des Unternehmens gehört, also nicht die keine Mehrheit im Unternehmen, aber sie sind mit Abstand die stärksten Anteilseigner mit jeweils über 20%. Und, finde, das darf man auch nicht vergessen, sie sind Unternehmensgründer. Und normalerweise, wenn man ein Unternehmen gegründet hat, dann ist es ein Lebenswerk und im Prinzip, sage ich jetzt mal, das Lebenswerk einfach so, aber zu zerstören, ist psychologisch gesehen auch keine Sache, die man einfach so abnicken kann. Und deshalb möchte ich das erwähnen. Auch noch interessant ist, wenn man das mal hier anschaut von den beiden, wie die engagiert sind in ihr Unternehmen, dann sieht man hier, dass sie ihre Anteile ausgebaut haben in der jüngeren Vergangenheit. Sowohl Hu als auch sein Kollege, die haben weiter Aktien zugekauft. Und auch das ist erstmal kontraintuitiv zu sagen, okay,
Die beiden lassen jetzt das Unternehmen ausbluten als Manager, obwohl sie ja stark engagiert sind in dem Unternehmen mit ihrem Privatvermögen. Und sie stecken dann noch mehr Privatvermögen rein, indem sie weiter Aktien zukaufen. Das mal hier als ein Argument oder was man auf jeden Fall wissen sollte. Das kam es nämlich bei dem Bonitas Research, kam das nicht zur Sprache. Jetzt gibt es aber tatsächlich Vorwürfe von Bonitas Research, die gemacht worden sind und die ich auch tatsächlich für schwerwiegend halte. Der erste Vorwurf ist im Prinzip, dass die Umsätze zu hoch seien, also dass es um Scheinumsätze geht. Und sie machen das fest unter anderem an einem nicht plausiblen Reporting, also Bonitas Research macht es fest an einem nicht plausiblen Reporting und da insbesondere an den Margen. Die Margen seien zu hoch und die Margen, damit meint er insbesondere die Margen in einem Segment, nämlich bei den Damenbinden. Also, jetzt muss ich mal gucken, eine große Aktienanalyse hier, bei den Damenbinden, also hier bei den 30% vom Umsatz. Und wir haben ja jetzt im Aktienfinder auch die Segmente und hier sieht man das dann gleich wunderbar. Wir haben hier das Jahr 2020, also hier Sanitary Napkins, die Damenbinden, haben hier fast die 30% vom Umsatz, das kennt ihr schon. Aber wenn ihr hier mit dem Tooltip drauf geht, dann seht ihr, dass hier diese Sanitary Napkins, also dieses blaue hier, die machen oder die haben Margen von 48%. Von 48%. Und das ist jetzt sehr hoch. Die anderen Tissue Papers und Disposable Diapers, ja, die Windeln, die haben Margen von 10% oder noch etwas weniger. Und wenn wir mal die Konkurrenten vergleichen, beziehungsweise schauen wir mal erstmal diese Sanitary Napkins, Darmbindenmargen, die sind die ganze Zeit über schon so hoch. 48%, 51%, 46%, 43%. Also die sind schon die ganze Zeit extrem hoch. Und wenn wir mal andere anschauen, Konkurrenten aus der westlichen Welt, die Hengern auch zusetzen, dann sehen wir, dass von denen keiner Margen hat, die auch nur an 30% kommen. Wir hätten hier dann beispielsweise, wenn wir mal gucken, wo könnte das drin sein, bei Beauty oder bei Fabric and Home Care eventuell, das sind dann Margen von ja, zwischen 20% und 25% bei Procter & Gamble. Gucken wir uns mal Kimberly Clark an, da hätten wir dann auch Margen hier an die oder um die 20%, aber nicht bei 40% oder nochmal oben drüber. Also die Margen sind schon außergewöhnlich hoch, hier die Hengan vorweist und laut Bonitas Research sind die Margen gefälscht. Was hat jetzt Hengan gesagt? Die haben natürlich zu den Vorwürfen Stellung genommen. Sie haben gesagt, sie sind im Prinzip Marktführer. Sie haben einen Marktanteil in China von 27% an Damenbinden und sie haben dadurch eine Verhandlungsmacht bezüglich den Lieferanten, auch bezüglich den Abnehmern. Außerdem hätten sie auch Premium-Damenbinden im Angebot. Kann ich nicht so genau sagen, wo da die Unterschiede sind. Jedenfalls würde das alles in Summe dazu führen, dass sie eben außergewöhnlich hohe Margen haben. Okay, das steht jetzt einfach so im Raum. Es ist immer so, dass es einfach irgendwas im Raum steht. Vorwürfe und Dementi stehen im Raum, genauso wie es auch bei Wirecard war. Und bei solchen Geschichten kann man sich so lange damit befassen, wie man möchte. Man weiß am Anfang nicht oder man weiß am Ende nicht, wer jetzt tatsächlich die Wahrheit sagt und wer die Unwahrheit. Aber man muss wenigstens die Argumente kennen und dann muss man sich seinen Reim drauf machen, um dann die Aktie entsprechend gegebenenfalls, ja, um entsprechend gegebenenfalls als Aktionär zu reagieren. Dann gibt es noch weitere Vorwürfe, die gemacht worden sind. Und der nächste, mindestens genauso schwere Vorwurf lautet, dass die Bankguthaben teilweise nicht existieren sollten. Und das ist auch sehr interessant, wenn wir hier in den Qualitätscheck gehen, dann sehen wir ja hier die wichtigsten Bilanzpositionen und da fällt was auf, was ich so auch übersehen habe, beziehungsweise ich habe das einfach nicht für wichtig gehalten, weil mir da auch die Hintergrundinformationen einfach gefehlt haben. Wir haben hier die Cash-Bestände im Zeitverlauf von Hengan International
Und dann haben wir hier die zu verzinsenden Schulden. Und jetzt fällt dann doch was auf, wenn man die Größen übereinander legt, nämlich sie gehen Hand in Hand. Und tatsächlich ist es so, dass Hengan kurzfristige Schulden angehäuft hat und die verlängern sie immer mit Hilfe von kurzlaufenden Anleihen, die so um die 270 Tage rentieren oder laufen. Und das ist schon mal sehr ungewöhnlich, finde ich, weil die sind tendenziell auch immer teurer als langlaufende Kredite. Davon abgesehen ist natürlich die Frage, warum braucht Hengan so viel Geld, so viel Bargeld im Prinzip, so viel Cash, wenn sie damit ja die ganze Zeit nichts machen. Wir haben ja, also das sind ja echte Cash-Bestände hier. Und Hengan sagt dazu, ja, wir könnten ja was damit machen, denn wir könnten ja Investitionen tätigen, beispielsweise Wettbewerber übernehmen. Aber das kriegt man natürlich auch anders geregelt. Da kann man sich eine Kreditlinie einräumen lassen und im Bedarfsfall dann drauf zugreifen. Und dann man kann auch eine Kombination machen. Aber man muss ja nicht die ganze Zeit hier relativ hohe Cashbestände haben. Setzen wir das nochmal in Relation zum Rest, den es gibt. Und dann siehst du hier, dass die Hälfte der Bilanz in etwa Pi mal Daumen eben diese Cashbestände sind. Und das ist natürlich schon enorm. Hengan hat noch ferner gesagt, ja, sie würden ja auch dann noch was anlegen, also sie würden ja auch noch was dafür kriegen, sozusagen, für die Schulden. Aber effektiv, und das sehen wir auch hier im Aktienfinder, haben wir doch erhebliche Zinsaufwände, die Hengan jedes Geschäftsjahr bezahlen muss, nur für Schulden quasi, um einen Cashbestand vorzuhalten und das Ganze über schon eine geraume Zeit, wie du hier sehen kannst. Wir haben hier Zinsaufwand 806 Millionen Hongkong-Dollar und vorher waren zum Beispiel auch 818, also fast 900 Hongkong-Dollar, 770 etc. pp. Und warum ist das auch nochmal wichtig, beziehungsweise setzen wir das einfach mal ins Verhältnis hier zum freien Cashflow und dann sieht man dann, dass es tatsächlich eine Rolle spielt. Jetzt auf die letzten 12 Monate bezogen, die 806 Millionen Hongkong-Dollar Aufwand bei einem freien Cashflow von knapp über 5 Milliarden. Das heißt jetzt irgendwo zwischen so 16-17% vom freien Cashflow quasi ist der Zinsaufwand. Ist nicht ganz unerheblich. Dividenden 3,3 Milliarden in Relation zu 800 Millionen an Zinsen. Und da kann man sich ja wirklich gesagt schon die Frage stellen, warum machen die Kollegen das? Warum halten die sich hier so viel Geld vor? Und warum? Das ist die eigentliche Frage. Warum lohnt es sich dafür, Schulden aufzunehmen? Und laut Bonitas Research ist es eben so, dass diese Cashbestände nicht oder nicht in voller Höhe tatsächlich existieren würden. Natürlich hat Hengan das dementiert, gesagt, nein, die kompletten Cashbestände sind da. Angenommen, die Cashbestände wären nicht da, dann also beziehungsweise nicht in voller Höhe, dann wäre natürlich schon eine Motivation da seitens des Managements, Schulden zu machen, damit das Ganze eben nicht auffällt. Dann hätten die in Wirklichkeit halt so viel Schulden, wie sie eben Schulden haben, bis hier ausgewiesen wird, aber der Cashbestand wäre niedriger. Und dieses Schuldenmachen hätte ihnen dann eben erlaubt, Dividenden auszuschütten. Auch hier muss man sich, ich habe dann auch wieder die Frage stellen, wenn die beiden Kollegen hier, die beiden Gründer tatsächlich das Unternehmen ausbluten lassen würden, wenn es ein großer Betrug wäre, rein vom Psychologischen, dass die ihr eigenes Baby zerstören und filetieren, was man eigentlich nicht gerne macht. Was haben die denn davon? Irgendwann, bei Wirecard hat es auch erstaunlich lange gedauert, aber irgendwann müsste es doch dann auffallen. Und ist ihr Ziel, irgendwann ein chinesisches Gefängnis von innen zu genießen, für den Rest ihres Lebens? Weil wir haben ja hier auch viele Anteilseigner, die Chinesen sind und in dieses Unternehmen investieren. Also das würde sicherlich geahndet werden von dem chinesischen Staat. Also so ganz ehrlich gesagt werde ich nicht schlau draus. Das gibt noch einen weiteren Vorwurf und dann geht es darum, dass die Unternehmensgründer sich Teile des Unternehmens zuschanzen sollen und zwar zu einem Spottpreis. Die Rede ist hier vom Verkauf beispielsweise zum 0,7-fachen des Nettogewinns.
Da hat Henkan dann gesagt, nein, da waren wir nicht involviert, beziehungsweise waren weder wir involviert noch Familienmitglieder, die das bekommen haben. Auch hier dann wieder Vorwurf und Dementi. Ja, jetzt ist dann die Sache was machen wir draus als Anleger? Ich würde es jetzt erstmal noch weiter beobachten. Ich habe ja jetzt, für mich ist es ja auch noch alles ganz frisch. Das heißt, ich hatte am Wochenende mir die Aktienanalyse von der European Fuel mal durchgelesen, habe dann mir gestern auch noch mal ein paar Gedanken so gemacht. Lass das Ganze jetzt erstmal setzen und werde dann gegebenenfalls reagieren. Euch möchte ich es aber einfach schon mal auf dem Weg mitgegeben haben und noch ein bisschen ausführlicher, dass hier möglicherweise was im Busch sein kann. Deshalb auch nochmal dieses Video hier parallel zur Aktienanalyse, die ich euch natürlich auch wärmstens ans Herz lege. Dann schreibt mir mal rein in die Kommentare, wie ihr die ganze Sache seht, was ihr da so für ein Gefühl habt. Und dann bedanke ich mich noch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!